Herzlich willkommen bei Brennt Mund aus Astrophysik TV. Wir wollen uns im heutigen Video mit einer Anwendung zur gestrigen Video beschäftigen. Gestern ging es um die Gleichgewichtstemperatur, was sozusagen diejenige Temperatur angibt, die sich nach genügend langer Zeit in ein System von selbst einstellt. Und heute werden wir dazu eine Anwendung betrachten. Wir werden die Gleichgewichtstemperatur der Erde berechnen. Wir hatten ja gestern diese Gleichung, also die Gleichgewichtsbedingung, T ist gleich vierte Wurzel aus 1 minus Eta mal L durch 16 Pi d Quadrat von Stefan-Boltzmann-Konstante. Okay. Ich habe, um das auszurechnen, verschiedene Eta-Werte genommen. Also erstmal zum Abstand, wir wissen ja, die Erde ist 149,6 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Das steht fest. Und das ist dann diese mittlere Entfernung und die setzen wir auch in die Gleichung ein. Und Eta sozusagen, haben wir gestern auch gehabt, ist sozusagen der Anteil der Energie, was als sichtbares Licht reflektiert wird und nicht zu einer Erwärmung der Planetenoberfläche beitragen kann. Da habe ich Werte genommen von 0 bis 0,99. Habe das auch in ein Koordinatensystem dargestellt. Da habe ich sozusagen diese Gleichgewichtsbedingung als Funktionsgleichung formuliert. Und da sieht man ja, aha, wenn Eta 0 ist, beträgt die Gleichgewichtstemperatur 278 Kelvin. Und wenn Eta 0,99 beträgt, beträgt die Gleichgewichtstemperatur plus 86 Kelvin. Und eine Anmerkung möchte ich auch noch machen. Wenn Eta 1 ergibt, oder wenn man für den Wert Eta 1 einsetzt, das heißt sozusagen, da wäre der Anteil 1 der Energie als sichtbares Licht reflektiert, da kann man sich schon fast denken, dass eine Gleichgewichtstemperatur immer 0 Kelvin ist. Also Eta, wenn Eta 1 ergibt, hat man immer 0 Kelvin, da braucht man nichts mehr auszurechnen. Deswegen habe ich das im Koordinatensystem auch nicht mit drin. Aber hier sieht man ja, dass das bei 0 278 Kelvin und das ist dann pro 0,1, also von 0,3 auf 0,4, von 0,4 auf 0,5, die Abstände auch immer etwas größer werden. Jetzt mal zwischen 0,1 und 0,2 beträgt der Abstand 8 Kelvin, bei 0,5 bis 0,6 beträgt die Differenz schon 12 Kelvin und so weiter. Also ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann auf Wiedersehen.